Verona. Die Stadt zwischen dem Gardasee und Venedig ist gelebte Geschichte. Das römische Amphitheater, in dem noch heute prunkvolle Aufführungen stattfinden, macht sie zu einem der meistbesuchten Reiseziele Italiens. Die Arena ist ein wichtiger Teil von Verona. Sie ist ein Symbol der Stadt. Ungewöhnliche Stadtrundfahrt mit einer echten Veronesin. Silvia Nicolis besitzt die größte private Oldtimer-Sammlung Italiens. Wenn ich mit einem meiner Oldtimer fahre, drehen sich alle nach uns um und gucken. Verona ist auch die Stadt der Liebe, denn hier spielt das wohl berühmteste Drama von William Shakespeare, Romeo und Julia. Du siehst die Qual in meinen Augen. Die Piazza Erbe vereint die vielen architektonischen Epochen der Stadtgeschichte. Steinmetz Nicola zeigt uns die Geheimnisse des Veroneser Marmor. Meistens bin ich selbst verblüfft und dann sage ich zu mir, schau mal, wie wunderschön. Verona beherbergt einen besonderen Schatz. Eine Sammlung, die nicht nur Liebhabern den Atem nimmt. Benvenuti, sono Silvia. Se in Germania avete le vetture più importanti, le migliori, in Italia sicuramente abbiamo le più belle. Silvia Nicolis besitzt die größte private Autosammlung Italiens. Mit mehr als 200 Raritäten aus der ganzen Welt, aber vor allem aus Italien. Dazu kommen ca. 100 Motorräder und Fahrräder, alle ausgestellt im eigenen Museum. Seit ihrer Kindheit lebt Silvia mit Luxuskarossen. Ich habe das Glück gehabt, praktisch in den Oldtimern aufzuwachsen. Als Kind spielte ich nicht mit Mädchenspielzeugen, sondern mit Kabinenscheinwerfern, Rädern und anderen Automobilteilen. Mein Vater nahm mich mit zu Märkten überall in der Welt, um Autos und Ersatzteile zu suchen. Für mich war das ein Spiel, eine Schatzsuche. Für mich sind diese Oldtimer Teil meines Lebens. So viel Schönheit muss auch mal an die frische Luft. Alle Wagen in der Sammlung sind fahrbereit und werden von Silvia regelmäßig ausgefahren. Mit einem Fiat 1200 TV von 1959 geht es durch die Altstadt von Verona. Einen Oldtimer zu fahren, stellt dich auf die Probe, denn jedes Auto ist anders. Man muss sehr aufmerksam und konzentriert bleiben. Wir sind nicht mehr daran gewohnt wegen der heutigen Technologie. Beim Oldtimer ist es sehr wichtig, zuzuhören. Den Motor, die Bremsen, die Kupplung zu spüren. Es ist ein Aufmerksamkeitsspiel, aber gleichzeitig macht es auch viel Spaß. Denn du bist derjenige, der selbst entscheidet, wie du das Auto fährst. Manchmal wirst du abgelenkt, denn alle Sinne sind aktiv. Aber jede Fahrt ist auch immer sehr aufregend. Für mich ist es viel schöner, einen Oldtimer zu fahren, als ein modernes Auto. Wenn Silvia durch die Straßen fährt, ist ihr die Aufmerksamkeit der Veroneser und Touristen sicher. Wenn ich mit einem Oldtimer fahre, drehen sich alle Menschen um und schauen. Ich glaube, wegen den Autos, die jedermanns Geschichte darstellen. Sie sind ein Stück Fantasie und gehören zu einer glamourösen Welt. Nichts anderes steht so wie Oldtimer für das Made in Italy und unsere Traditionen. Tradition, die verpflichtet. Seit Silvias Vater verstorben ist, muss sie sich um den Erhalt der Sammlung kümmern. Keine leichte Aufgabe, denn die kostbaren Karossen wollen gepflegt werden. Verkaufen kommt für Silvia nicht in Frage. Die Oldtimer gehören zur Familie. Jetzt möchte ich euch etwas ganz Besonderes zeigen. Ein einzigartiges Auto, ein Einzelstück, extra für die Mille Miglia 1938 gebaut.
Bis heute lockt der Mythos aus vergangenen Tagen. Der Lancia Asturia Spider von 1938. Ein Auto, das speziell für einen Rennfahrer gebaut wurde. Dieses Auto liegt mir sehr am Herzen, denn mein Vater hat es lange gesucht. Sein liebstes Stück. Er hat es in der Schweiz gefunden. Das Auto wurde für den berühmten Rennfahrer Luigi Villoresi 1938 gebaut. Erst später wurden er und mein Vater gute Freunde und beide zusammen haben den Wagen dann liebevoll restauriert. Silvias persönlicher Lieblingswagen ist etwas jünger. Bei über 200 Karossen hat man die Qual der Wahl. Doch bei ihrem Maserati gibt es keine Kompromisse. Das ist eines von meinen Lieblingsautos. Es ist sehr einfach und sehr angenehm zu fahren. Ein Maserati 3500 Vignale aus den 60er Jahren, das mich an Dolce Vita erinnert. Eine wunderschöne Zeit, in der ich mich selbst gerne sehen würde. Außerdem liebe ich es, am Gardasee mit dem Wind in den Haaren zu fahren. Und das ist das perfekte Auto, um das zu machen. Durch die 2000 Jahre alte Altstadt Veronas geht es aber mit dem Fiat 1200 TV. Die Stadt bedeutet für die Oldtimer-Enthusiastin nicht nur Heimat. Verona hat einen festen Platz in meinem Herzen. Hier habe ich studiert und jetzt wohne und arbeite ich hier. Es ist eine Stadt, die dir das Herz öffnet. Sie ist voller Monumente, Geschichte und wunderschöner Gebäude. Für mich ist sie eine der schönsten Städte der Welt, die dich mit ihrer Leidenschaft umarmt. Mitten im Zentrum steht das wohl älteste und berühmteste Gebäude Veronas. Die Römer haben es vor 2000 Jahren erbaut. Und noch immer ist es das Wahrzeichen der Stadt. Ciao, sono Francesca. Benvenuti, buonasera. Tra poco vi farò vedere dove gli antichi eroi morivano con le bestie selvagge feroci. Die Arena di Verona. Sie ist nach dem Kolosseum in Rom und der Arena von Capua, das drittgrößte antike Amphitheater. Plünderungen und Erdbeben trotzend hat sie die Jahrtausende überdauert. Ein Lieblingsplatz für Archäologin Francesca Amaro. Hier befinden wir uns am Eingang Nummer 1, der damalige Eingang der Gladiatoren. Durch dieses Tor gingen sie rein, ohne zu wissen, was mit ihnen passieren würde. Stellt euch mal vor, was für eine Aufregung, was für eine Angst sie hatten. Sie wussten nicht, ob sie sterben oder gewinnen würden. Es war eine Prozession von Gladiatoren, die durch dieses Tor trat und in die Arena zum Kämpfen aufbrach. Das Wort Arena bedeutet auf Latein Sand und wurde von den Römern als Bezeichnung für den zentralen Raum verwendet, da er eben mit Sand bedeckt war. Die Gladiatoren kamen herein, ihre Namen wurden vorgestellt, das Publikum stand auf, schrie, jubelte für einen Gladiator oder für einen anderen. Und dann ging der Kampf genau hier in der Arena los. Die martianischen Spiele waren kulturelles Highlight im alten Rom. Weiter unten in den Tiefen des alten Baus vermuten Archäologen die Käfige der ausgehungerten Löwen und Kampfhunde. Hier sind wir im innersten und verborgensten Teil des Amphitheaters. Wir vermuten, dass man hier die wilden Tiere gehalten hat. Aber niemand weiß es genau, denn wir reden hier von mehr als 2000 Jahren. Wir haben keine Bücher oder Inschriften. Es gibt keine Dokumente, die uns sagen, was hier wirklich passiert ist, sodass wir es uns nur vorstellen können. Es ist die Arbeit von uns Archäologen. Wir versuchen herauszufinden, was hier passiert ist. Doch es bleibt immer etwas Geheimnisvolles. Und genau das ist es, was diese Orte so magisch und faszinierend macht. Platz für 30.000 Zuschauer bot die Arena zur damaligen Zeit.
Ein schweres Erdbeben im Jahr 1117 zerstörte den größten Teil des Außenrings. Aber ein beeindruckender Rest steht noch. Das Tor hinter mir war das Tor des Triumphs, wo die Gladiatoren eintraten und hinausgingen, falls sie gewonnen hatten. Auf der anderen Seite ist das Todestor. Dort wurden die leblosen Körper der Gefallenen hinausgezogen. Stellen Sie sich all diese Tribünen voller Tausender von Zuschauern vor, die aufgestanden sind, geschrien und die Gladiatoren angefeuert haben. Hier haben viele Männer den Tod gefunden. Auch heute wird hier noch gestorben, auf der Bühne der Oper, obwohl es heute selbstverständlich nur Fiktion ist. Heute ist die Arena di Verona ein Freilicht-Opernhaus. Eines der berühmtesten weltweit. Denn es hat eine ganz besondere Akustik. Doch dazu später mehr. Wahrscheinlich wegen der vielen romantischen Plätze, Brücken und der mediterranen Schönheit der Stadt ist Verona ein Hotspot für Verliebte. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby. Eines der berühmtesten Liebespaare der Literaturgeschichte hatte seine Bühne in Verona. Romeo und Julia. Wilt thou be gone? It is not yet midday. It was the nightingale and not the lark that pierced the fearful hollow of thine ear. Believe me, love, it was the nightingale. It was the lark, the herald of the moon, no nightingale. Obwohl Shakespeare wahrscheinlich nie in Verona war, spielt dort sein Drama von Romeo und seiner Julia. Und obwohl die Geschichte reine Fiktion ist, gibt es in der Innenstadt eine Casa di Giulia mit Balkon und Julia-Statue. Ein Magnet für Touristen und Liebespaare aus aller Welt. Ciao a tutti, sono Marinella. E sono ambasciatrice dell'amore. Jeder, der Verona besucht, kommt in die Casa, um den Balkon und das Anwesen zu bestaunen. Denn tatsächlich hat hier mal eine Familie mit dem Namen Capuletti gewohnt. Es ist ein authentischer mittelalterlicher Palast, in dem die Adelsfamilie der Capuletti und vielleicht auch Julia lebte. Es ist durch das Drama von Shakespeare und den anderen vor ihm zum Ort der Liebe geworden. Marinella Fedrigioli ist im Club di Giulietta, einem Verein, in dem sich alles um die Liebe dreht. Die Wände des Anwesens sind gepflastert mit Liebesbekundungen und Botschaften aus der ganzen Welt an Julia. Ein Kunstwerk der Liebe. Julia hatte den Mut, für die Liebe zu sterben. Etwas Ungewöhnliches. Und mit ihren Gefühlen identifizieren sich offensichtlich viele Menschen, die wegen der Liebe leiden. Im Wohnhaus befindet sich ein Museum. Niemand weiß, ob hier tatsächlich eine Julia gelebt hat. Aber man hat die Möglichkeit, den Hauch des Mittelalters hier zu erleben. Der geräumige Palast mit Originalfresken und die Einrichtung dienten als Kulisse für den Film Romeo und Julia aus dem Jahr 1968. Der Club der Julia betreibt seit den 90er Jahren im vielbesuchten Innenhof einen Briefkasten für Liebesbriefe an Julia. Ein Angebot, das rege genutzt wird. Liebesbriefe aus der ganzen Welt und in allen Sprachen. Briefe, die auch gerne beantwortet werden wollen. Kein Scherz. Hallo Mädels. Ich habe die Briefe geholt. Es sind sehr, sehr viele heute. Heute auch? Ja, ganz viele. Waren viele Leute da? Oh ja, sehr viele. Zettel, alles Mögliche.
Jetzt müssen wir trennen. Die, die eine Adresse haben, von denen, die keine haben. Dann nach Sprachen sortieren und alle mit Adresse beantworten. Der kommt aus Australien. Der Club Di Giulietta bekommt rund 5000 Liebesbriefe im Jahr und alle werden beantwortet. Die Botschafterinnen der Liebe behelfen sich mit Studenten und anderen Freiwilligen aus der ganzen Welt. Oh, dieser Brief kommt aus Deutschland. Schöne Schrift. Wow, so ein langer Brief. Schau, wie schön. In diesen Briefen gibt es viel Einsamkeit. Viele möchten die wahre Liebe finden. Die jungen Menschen heute kommunizieren durch soziale Netzwerke, aber reden nicht miteinander. Aber auch ältere Menschen schreiben uns, besonders die, die verlassen wurden. Alle möglichen Menschen schreiben uns. Seit 1992 gibt es den Verein, der von der Stadt gefördert wird. Jeder Brief, der seitdem ankam, wurde beantwortet und archiviert. Die Studentin Angelica kommt aus England und antwortet gerade einer verzweifelten Engländerin. Es schreibt mir eine Frau, die verlassen wurde, und klagt mir ihr Leid. Sie ist verzweifelt, weil sie denkt, niemals wahre Liebe zu finden. Sie weiß, dass sie erstmal alleine sein muss. Aber es ist hart für sie, weil sie all die Paare um sich herum sieht. Und sie braucht jemanden, ist aber noch nicht in der Lage, sich wieder zu verlieben. Sie fragt Julia, also was sie tun soll. Einfach, weil ich ihren Brief gelesen habe und wirklich versuche, sie zu verstehen. Wird es ihr helfen, denke ich. Ich hoffe, es wird ihr helfen. Interessant ist, dass in der Liebe alle verschiedenen Kulturen und Religionen die gleichen Probleme zu haben scheinen. Die Geschichten sind meist sehr ähnlich. Und fast alle sind traurig. Die meisten Briefe sind nicht glücklich, denn wer glücklich ist, der lebt und schreibt nicht. Verona ist ein romantisches Städtchen und wohl nicht nur dank Shakespeare die Stadt der Liebe Italiens. Verona ist klein, aber es ist tatsächlich die Stadt der Liebe. Es ist die Stadt, in der diese Liebesgeschichte geboren wurde. Die ganze Welt kennt uns. Für mich ist Verona ein Symbol der Liebe. Gleich bei Grenzenlos. In der Arena di Verona wird ein Meisterwerk der Oper aufgeführt. Aida von Giuseppe Verdi. Verona. Hier wird nicht nur geliebt, sondern auch sehr gut gegessen. Typisch veronesisch kocht man in der Osteria Vecchia Fontanina. Ciao ragazzi, buongiorno, sono Marco e lavoro con la cassetta dei prodotti tipici locali di Verona e del Veneto. Ciao. Hi. Ciao Marco. Ciao. Hast du alles mitgebracht heute? Oder ist es wie gestern, wo die Hälfte gefehlt hat? Nein, heute ist alles dabei. Heute haben wir alles. Man kennt sich. Die Zutaten werden direkt ins Lokal geliefert. Heute frischer schwarzer Trüffel aus der Region. Gut, die sind großartig. Nicht nur Trüffel, auch das Gemüse, Fleisch und Brot werden in das Restaurant geliefert. Hey Breno! Hey Breno, ich komme! Arrivo! Du bist schon wieder zu spät. Der Landwirt fährt mit seinen Pilzen die Restaurants der Stadt ab. Schon Marcos Vater wurde von ihm beliefert. Die sind gut. Gib mir eine Kiste frische Steinpilze und eine Kiste Pfifferlinge da drüben. Der Umgang ist eher freundschaftlich als geschäftlich. Hey, pass gut auf dich auf. Du auch. Wir sind gespannt, was Marcos veronesische Kochkunst zu bieten hat. Hallo ragazzi, buongiorno. Funghi freschi, butei. Buongiorno Marco. Guten Tag Marco, alles gut? Alles prima. Was machst du gerade? Ich mache gegrillte Tomaten, Spinat. Isst du alles selbst auf? Na klar, das ist alles für mich. Flambiertes Rotweinrisotto, fein abgeschmeckt.
eine Spezialität von Marcos neuem Koch. Wir kennen uns seit 30 Jahren, aber beruflich arbeiten wir erst seit 3 Monaten zusammen. Es ist ein Zufall des Lebens. Die lokale Küche ist einfach. Bauerngerichte aus frischen Zutaten der Region. Wie der Salat aus Steinpilzen, Gemüse und frischen Kräutern. Wo bleibt der Kellner? Bringst du den Teller zum Tisch, bitte? Nummer 10, danke. Schon mittags herrscht reger Betrieb. Die Veroneser gehen gerne aus zum Essen. Touristen verirren sich nur selten hierher. Marcos Restaurant ist ein Familienbetrieb. Seine Frau Sabrina kümmert sich um die Theke und die Kasse. Machst du mir einen Kaffee, bitte? Ja, sofort. Wie nett du heute bist. Bin ich es nicht immer? Ich stelle euch meine Frau vor, Sabrina. Hier ist sie. Ich bin der Kopf und er ist der Arm. Danke. Glückwunsch zu der Art und Weise, wie du mich aussehen lässt. Ist das mein Kaffee? Ja. Köstlich. Ich gehe mal wieder in die Küche. Ciao, bis dann. Die Pfifferlinge rösten in der Pfanne und Marco delegiert. Sein Team und die Harmonie in der Küche sind ihm wichtig. Worauf ich am meisten stolz bin, ist die Tatsache, dass ich einen singalesischen Küchenchef engagiert habe. Aus Sri Lanka. Naja, fast Italiener. Hallo, kann mal jemand in die Küche kommen? Eine Veroneser Spezialität ist Pferdefleisch. Ob als Bolognese oder Filet, eine lokale Delikatesse. Ole, bravo! Okay, bravo! Yeah, sì, bravo! Fettuccini mit Steinpilzen und Cavallo, also Pferdefilet und einer Pfefferrahmsoße. Marco liebt es einfach. Jeder, der diese Art von Arbeit leistet, soll respektiert werden. Jede Art von Küche, jede Art von Kultur kann dich zu neuen Ideen bringen. Manchmal entstehen neue Kreationen mit Kontrasten aus verschiedenen Zutaten. Ist der Mittagstrubel vorüber, gönnen sich Sabrina und Marco ein Glas Rosé. Jetzt im Hochsommer kann es sehr heiß werden in der Stadt. Oh, na. Danke, Sabrina. Endlich ein Glas Wein. Sehr gut. Ein bisschen warm vielleicht. Ein bisschen sehr warm. Die Altstadt von Verona, eingefasst vom Fluss Etsch, blickt auf eine jahrtausendealte Geschichte zurück. Der architektonische Mix der Epochen ist in Verona besonders deutlich. Mitten unter Fassaden der Renaissance thronen Stadttore aus der Antike. Unter den Fußgängerzonen und Plätzen liegen die Flaniermeilen aus römischer Zeit. Besonders die Piazza Erbe spiegelt die lange Geschichte wider. Die Bodenplatten aus weißem Marmor der Region nutzten schon die Römer. Viel alter Stein, der gepflegt werden will. Salve ragazzi, sono Nicola e il nostro mestiere è quello di mantenere bella la nostra città. Nicola ist einer von vielen Steinmetzen, die in Verona einiges zu tun haben. Ständig wird hier restauriert. Wir haben freskierte Fassaden und Gebäude aus dem 16. Jahrhundert. Einen Turm aus dem 12. Jahrhundert und einen sehr, sehr alten Brunnen. Der Boden des Platzes ist komplett aus Marmor von Lessinia. Es gehört viel Geschick dazu, die antiken Arbeiten der alten Meister richtig zu restaurieren. Wie die Statue des Dante, der hier in Verona seine göttliche Komödie verfasst hat.
In jener historisch-kulturellen Blütezeit erlebte Verona das Maximum seiner künstlerischen Größe. Die Steinbrüche, aus denen sich schon die alten Römer bedienten, liegen im bergigen Norden von Verona. Hier werden, damals wie heute, die Marmorblöcke gesägt und herausgebrochen. Nicola Gelio sucht hier nach dem richtigen Stück. Über Jahrmillionen haben sich die Sedimentschichten immer weiter verdichtet. Ablesbare Erdgeschichte zu Marmor gepresst. Was heute Maschinen erledigen, war in der Antike mühsame Handarbeit. Die Arbeit mit dem Stein bedeutet Erschöpfung, Schweiß. Es ist Schwerstarbeit. Bis in die 60er Jahre wurde alles von Hand gemacht. Der Abbau war sehr kompliziert. Um das gleiche Ergebnis wie die Altmeister zu erzielen, hat Nicola eine eigene Sammlung antiker Werkzeuge. Das weckt das Interesse der Arbeiter im Steinbruch. Das hier lasse ich mir immer aus gehärtetem Stahl machen. Dieses Werkzeug sieht nicht besonders aus, ist aber außergewöhnlich. Damit kann ich hervorragende Rundungen vornehmen. Es geht direkt an die Kanten. Das Handwerkszeug und die Geheimnisse der Steinmetze werden von Generation zu Generation weitergegeben. Wir machen es noch genauso wie vor über 1000 Jahren, nur schneller. Das ist alles, was sich geändert hat. Die Härte, Technik, Einfallsreichtum und praktische Methoden sind die gleichen. Und wir geben sie einander weiter. Die Basis unserer Arbeit ist die gleiche wie damals bei dem Bau der Pyramiden. Die Erfindung des Jahrhunderts schlechthin für Steinmetze ist wohl der Pressluftbolzen. Nicola kann so wesentlich schneller als seine Vorgänger in der Antike arbeiten. Das Ergebnis aber ist das gleiche. Dieser Rahmen, genau mit diesen Maßen, wurde oft verwendet für Verzierungen von Portalen und zur Verschönerung der veronesischen Architektur. Für Nicola ist die Arbeit mit dem Stein wahre Leidenschaft. Früher hat er als Skilehrer gearbeitet. Doch der Marmor hat ihn gepackt und nie mehr losgelassen. Sobald ich einen Job beendet habe, wird mir schlecht, wirklich schlecht. Ich sehe alle Mängel. Dann, ein paar Monate später, laufe ich wieder vorbei und bin erstaunt. Ich sage mir, aber schau dir das an. Es ist wunderschön. Bevor Nicola wieder richtig schlecht wird, lassen wir ihn lieber in Ruhe weiterarbeiten. In der Altstadt von Verona gibt es eine Bäckerei, die seit Jahrhunderten in Familienbesitz ist. Hier bei De Rossi wird eine ganz besondere Praline kreiert. Ciao a tutti, mi chiamo Alessandra e siamo a Verona, la vera e unica città dell'amore. Alessandra betreibt einen Souvenirladen und ist Stammgast bei De Rossi. In Verona, der Stadt der Liebe, findet man Liebe auch an den leckeren Dingen, die man hier essen kann. Und jetzt werden wir euch erklären, warum. In der Backstube wird sie hergestellt. Die Praline der Liebe, namens Julia. Das ist unser Bravourstück. Sowohl Touristen als auch Veroneser fragen nach ihnen. Und so produzieren wir viele davon. Es ist ein sehr erfolgreiches Gebäck mit großer Nachfrage. Eigentlich wie alles, was ich hier backe. Das Mandelgebäck wird mit zerlassener Butter und Eiweiß verrührt, eine Veroneser Spezialität, die angeblich schon seit über 200 Jahren gebacken wird. Ich
Man braucht viel Leidenschaft. Und man muss sehr vorsichtig sein, denn es reicht ein kleiner Fehler und alles, was wir bisher gemacht haben, muss weggeworfen werden. Man muss darauf achten, dass die Zutaten perfekt gewogen werden, dass die Temperatur richtig ist. Und man soll das Gebäck rausholen, wenn es gut aufgeschlagen ist. Wenn man merkt, dass es vorher einen Fehler gab, soll man nicht so tun, als würde man nichts bemerken, in der Hoffnung, dass es okay ist. Denn es ist nicht okay. Die dunkle Variante mit Kakao ist die klassische Praline. Die weiße wurde dazu erfunden, um der Julia auch einen Romeo an die Seite zu geben. Die Liebespralinen, eine weitere Hommage an Shakespeares Drama und der Renner bei Touristen. Wir schicken sie an unseren Laden, wo sie an die Kunden weiterverkauft werden. Dort werden die Pralinen, die das Symbol der Liebe Julias darstellen, mit den Weißen, die Romeo darstellen, kombiniert. Romeo und Julia mit Liebe gebacken von Ferdinando. Guten Tag. Ich hätte gern die und die. Das sind also die Küsse von Julia und die Küsse von Romeo. Typische Süßigkeiten von Verona. Julias Kuss ist der dunkle und existiert seit vielen Jahren. Aber wir konnten Julia schließlich nicht alleine lassen. Und so zergeht Julias Kuss als typische Veroneser Süßigkeit auf der Zunge. Alessandra sehen wir später noch. Doch zuerst tauchen wir hinter die Kulissen einer ganz besonderen Welt. In der Arena di Verona, dem Wahrzeichen der Stadt, werden heute, wie auch schon vor 2000 Jahren, die Massen begeistert. Buonasera a tutti, sono Alessandro, sono a Verona. Oltre alla mia famiglia e ai miei amici, ho l'occasione di passare molto tempo con altri amici, un'altra famiglia. Ve li farò vedere questa sera. Dort, wo einst die römischen Gladiatoren wandelten, herrscht auch heute noch reger Betrieb. Die großen Meisterwerke der Opernwelt werden hier aufgeführt, wie gleich die Aida von Giuseppe Verdi. Wir sind im Make-up- und Perückenraum. Dutzende von Leuten arbeiten daran, die Show auf die Beine zu stellen und sich hier um den Look der Schauspieler zu kümmern, die später auf die Bühne gehen. 300 Statisten und Schauspieler sollen hier in Ägypter verwandelt werden. Massimo spielt einen Soldaten. Wie fühlst du dich nach drei Saisons an einem solchen Abend? Es ist immer sehr aufregend. Ich fühle mich gut. Es ist eine schöne Umgebung und man kann hier gut arbeiten. Ist es ein familiäres Umfeld hier? Ja, kann man schon sagen. Es sind immer die gleichen Leute, die hier arbeiten. Die Atmosphäre ist optimistisch und gelassen. Sehr schön. Du bist auch immer optimistisch, oder? Ich, auf jeden Fall. Sehr gut. Also, ich wünsche dir, wie man so sagt, viel Scheiße. Das zeigen wir aber nicht im Film. Alessandro arbeitet im Marketing und zeigt uns die Welt hinter den Kulissen. Insgesamt arbeiten hier 1263 Personen. Das 160 Mann starke Orchester bringt sich in Stellung. Der Dirigent hat die Verantwortung für die perfekte Umsetzung von Verdis Komposition. Die größten Interpreten der Operngeschichte sind hier aufgetreten. Deshalb ist es eine große Ehre, diesem großzügigen Publikum jeden Abend Emotionen zurückzugeben. In diesem Fall mit der Genialität von Verdi und seiner Aida. Es war mir ein Vergnügen. Auf Wiedersehen. Toi, toi, toi. Danke. Kurz vor der Aufführung. Bis zu 14.000 Gäste müssen ihren Platz finden. Hinter den Kulissen steigt die Spannung. Die tragische Geschichte der Aida spielt zur Zeit der Pharaonen in Ägypten. Und so bekommt jeder Sänger, Statist und Tänzer sein spezielles Gewand. Alessandro nimmt uns mit in eine wahre Schatzkammer der Opernwelt in der Arena. In der Kostümabteilung arbeitet Ariella und das schon seit über 30 Jahren.
Wie viele Tenöre gibt es, die jeden Tag für die Bühne eingekleidet werden? Einen. In diesem Moment einen. 24. 24 hier, aber insgesamt 84 Männerchorsänger. 84 Künstler also. Artisti del coro, Artisti, sì. In den Katakomben der Arena beginnt es langsam zu knistern. Die Aufführung beginnt in 5 Minuten. Die Spannung wird hier hinter den Kulissen spürbar. Alle sind beschäftigt und die Ersten sind schon bereit, auf die Bühne zu gehen. Das Signal heißt Piazzato di Scena. Sobald es dunkel ist, beginnt die Vorstellung. Erster Akt der Aida. Die Oper von Verdi wurde hier in der Arena vor über 100 Jahren zum ersten Mal uraufgeführt. All die vielen Menschen, die wir hinter den Kulissen und auf dem Parkett gesehen haben, arbeiten jetzt für die Show. Die Aufführung hat begonnen. Es ist die Aida und es sind Tausende von Menschen gekommen. Es sind mehr als 10.000 Gäste heute Abend, die die Musik von Giuseppe Verdi hören. Sie wurde bereits am 10. August 1913 so aufgeführt. Wie damals verleihen alle Beteiligten dieser Aufführung mit ihrer Arbeit diese ganz spezielle Magie. Hand in Hand, wie ein Uhrwerk, läuft die Opernmaschinerie. Akt für Akt. Außergewöhnlich schön sind die Einlagen der Backstage-Chöre. Die Akustik des Gebäudes verleiht der Aufführung diese ganz besondere Atmosphäre. Die Zuschauer können den Chor nicht sehen. Der Klang durchzieht die Arena mal von dieser, dann von jener Seite. Gleich bei Grenzenlos, das große Finale der aufwendigen Oper in der Arena von Verona. Die Arena von Verona. Hier sind alle Größen der Oper aufgetreten. Maria Callas in den 60er Jahren, Pavarotti oder Anna Netrebko. Das macht das römische Amphitheater zu einem der berühmtesten Opernhäuser der Welt. Bei der Aida liegt die größte Herausforderung für das Team, den großen Triumph zu meistern. Sinis, Sinis, attenzione. Via! Vai, vai. Beim großen Triumph müssen alle zusammen auf die Bühne. Diese Magie, die sich seit 1913 wiederholt, setzt sich heute Abend hier fort. Der Ort birgt eine spürbare Energie. Die größten Schauspieler, Regisseure, Bühnenbildner und Choreografen sind hier durchgegangen und tun es heute noch, wie jetzt beim großen Triumph. Wie bei den meisten Opern enden auch bei Aida die Hauptfiguren im tragischen Tod. Zum Glück aber wird jetzt in der Arena anders gestorben als noch vor 2000 Jahren. Verona ist eine Stadt voller Geschichten, aber vor allem auch voller Romantik. Im Innenhof der Casa di Giulia, im Haus der Julia, können Liebende ihre Bindung mit einem Vorhängeschloss festigen. Ein Angebot, das rege genutzt wird. So sehr, dass circa alle 4 Wochen die Liebesbekundungen entfernt werden müssen. Das ein oder andere Schloss geht dabei sogar zu Bruch. Klar ist es schade, dass ich einige Schlösser knacken muss. Aber sie werden nicht weggeworfen, denn sie bleiben immer bei der Nummer des Gitters.
Diese hier. In diesem Fall ist es die Nummer 46. Wenn sich eine Person also an die Nummer des Gitters erinnert, wird sie immer ihr Hängeschloss wiederfinden. Die Schlösser, die nicht im Weg sind, bleiben hängen. Das ganze Gitter wird einfach ausgetauscht. Ich mag diesen Job. Es bedeutet für mich, dass viele Menschen einander lieben und ihre Liebe mit diesen Schlössern ausdrücken. Vorhängeschlösser sind das Symbol des Vertrauens, das für immer intakt bleibt. Die Idee zum Gitter der Liebe, das gleich bei der Statue der Julia Capulet hängt, stammt von Souvenirverkäuferin Alessandra. Also Nummer 46 ist auch weg. Alessandra verkauft die Schlösser erst und sammelt sie dann wieder ein. Das Gitter kommt in ein Lager zu den vielen anderen. Jetzt sind wir bei Nummer 46. Sie werden für immer aufbewahrt, für ein Projekt, über das ich nicht viel verraten darf. Ich kann nur sagen, es wird eine große Kunstinstallation hier in Verona. Wo genau die Gitter der Liebe eingelagert werden, ist geheim. Die Gitter sind begehrt. Doch eines Tages soll jedes Liebespaar die Möglichkeit haben, sein Schloss wiederzufinden. Wenn die Installation fertig ist, werden die Menschen, die ein Vorhängeschloss gekauft und an das nummerierte Gitter geschlossen haben, es wiederfinden können. Somit werden sie nach vielen Jahren auch einen Moment ihrer Liebe symbolisch wiederfinden. Und so warten tausende Liebesbeweise auf ihr großes Comeback. In Verona, der Stadt der Liebe.